Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Beim letzten Mal haben wir ja hier die Bank erobert. Wir haben ja die Meier der Königin erschossen. Ich habe da noch zwei Siedlungen gerettet. Und jetzt sind wir hier wieder zurück zu Ronny Sean. Die wollte was für uns. Da bist du ja. Endlich. Ich muss mit dir reden. Hier bin ich. Was willst du? Ich bin Ronny Sean, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das. Bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten ja ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Da hast du recht. Ich glaube, ein paar von deinen Leuten musst du noch regelmäßig die Windeln wechseln. Wer weiß denn das? Ich würde immer noch gerne wissen, weshalb du mit mir reden willst. Hab gehört, dass du den Minuteman wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Das Commonwealth braucht uns. Das Commonwealth braucht die Minutemen. Und die Leute merken das langsam. Ich habe ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Okay. Erfahrene Soldaten können wir immer gebrauchen. Ach, was du nicht sagst. Aber ich habe da an etwas anderes gedacht. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Jo, zeig's mir's mal. Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Ja. Die Tür ist noch versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Die nördliche? Also geht's nach Norden. Ich habe da was vergessen wegzumachen hier. Wieder ja da nach der Folge hier nämlich anfange zu bauen. Dann nehme ich das Loch hier zu machen, dass die nicht mehr hier reinkommen, die Feinde und so weiter und so fort. Und deshalb müssen wir hier mal langsam hier mal ein bisschen aufräumen hier. Wie ging es doch noch? Jetzt hier kann ich noch wegräumen. So, da ist die Zähne wieder schon sauber aus. Warte, ich komme gleich schon nie. Hä? Ne, wir sind hier falsch, wir müssen weiter. Sorry. Wir sind in die Richtung. Das war das Quartier des Generals. Okay, früher hab ich alles schon leer geräumt. Ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Sieh mal einer an. Du hast ihn schon freigeräumt. Gute ja. Arbeit. Gehen wir da runter und schauen, ob es noch einen Weg hindurch gibt. Jo. Machen wir. Ach, hier sind überall Minen. Ziemlich dunkel hier unten. Pass besser auf, wo du hintrittst. Ja, deshalb tut schon mal hier ein paar Minen entfernen. Dass ich hier nicht umkomme. Ist noch was? Ja, ich gehe in Deckung, weil ich hier vorsichtig bin. Hier könnten die irgendwo vielleicht Feinde sein. Ronny hatte wohl recht. Zumindest stimmt die Richtung. Oh, verdammt. Wir sollten hier aufpassen, wo wir hintreten. Warte mal. Jetzt gehörst du mir. Was macht der eigentlich hier? Da hat er doch gar nichts zu suchen.
Oder welcher Mod macht das jetzt? Hä? Das ist was ganz Neues. Was machen hier die Feinde? Und vor allen Dingen ist halt, da gibt es hier Feinde und ne? Wohl doch nichts. Boah, jetzt sind wir gestorben. Leck mich am Arsch. Also ich weiß nicht, was der da dazu hat. Ich weiß, welcher Mod das so macht, dass wir da jetzt einfach einen Gegner haben. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen. Das heißt, also wir müssen uns mit dem erstmal... Mit dem müssen wir jetzt erstmal kurz fertig werden. Na, ist ja kein Problem, jetzt machen wir jetzt schnell fertig hier. Ich suche hier nochmal die ganzen Minen. Verdammt, bei dem ganzen Staub hier drin bekommt man ja kaum noch Luft. Ziemlich dunkel hier unten. Pass besser auf, wo du hintrittst. Wer? Wer? Was? Wo? Wieso? Warum? Wer? Wie? Was? Wohl recht. Zumindest stimmt die Richtung. Da ist schon mal ein Geschützturm. Machen wir uns auf den Weg. Um das Geschützturm brauchen wir uns schon mal keine Sorgen zu machen. Oh, den haben wir erledigt. Bin froh, dass es vorbei ist. Den? Sehr gut. Ich weiß nicht, was das Institut hier zu suchen hat. Keine Ahnung. Okay. Wollen wir ganz einfach mal, was er geschrieben hat. Natürlich auf Englisch wahrscheinlich. Irgendwas mit Städten der Bruderschaft. Nehmen wir natürlich alles mit hier. Hier wird es verdammt schwer, sich an was anzuschleichen. Ja, weil hier ganz viele Minen sind und ihr immer zu laut seid. Scheibenkleister, da steht ja noch was. Ich hätte nie gedacht, dass der Sarge noch hier unten ist. Verdammter Scheißdreck! Bin Dateibeschädigung festgestellt. Schwer verwundet. Leite Defensivprotokolle. Ah, wir wissen das anders. Ich habe ja noch die. Du grüne Neune, ist kaputt! Aufpassen, verdammt! Ein Grund zur Sorge! So, das wäre erledigt. Schade, dass Sarge durchgedreht ist. Er hat die Burg bewacht seit... schon immer, soweit ich weiß. Das große Ding hat die Dings bewacht, okay? Kann die Waffe überhaupt alles? Die hier, Energieschaden 96, 50er Kaliber, okay. Also wir brauchen wieder 5 mm Munition. Also das ist ein Mod, wo ich nicht weiß, welcher Mod es ist. Mal sehen, das Passwort wusste ich. Wir gehen gerade mal hier zurück zum Plündern. Auf dem Land? Nein, das war's nicht. Buff out?
für das Commonwealth. Verdammt, ist so lange her. Ronny schaut, probiert gerade das Passwort zu knacken. Solange können wir hier ein bisschen blünder gehen. Ey, was ist rausgekriegt, das Passwort? So. General McGann. Der Typ hier, er hatte cool. Deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Okay. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Ja. Schätze, guter die Mann. Uniform gehört jetzt dir, wenn cool, du okay. sie haben willst. Der alte Knacker braucht sie nicht mehr. Ruhe. Ruhen. In Frieden. In Frieden, General. Dein Kampf ist zu Ende. Ende. Aber die Minutemen bestehen weiter. Ja. Lohnt nicht, wegen einer Sache sentimental zu werden, die vor 40 Jahren passiert ist. Komm, wir sind fast durch. Sehen wir das? Cool, gut. Wenn du das sagst, dann sind wir fast durch. Wenn du sagst, Ronny Shaw, dass wir durch sind, dann sind wir durch. Oh ja, mal, grad mal hier Knopf auf, das Tür auf. Okay, da wären wir. Hab doch gesagt, dass ich uns da bringe. Mal sehen, was bist was du noch hier? Ist. Hä? Hallo. Hey, Plünderer, lass uns handeln. Oh, ein Händler, da. Ja, gucken wir mal, was, für dich, was wir haben für dich. Ah, stimmt, ich hab ja den Mann mit den Minutemen gemacht. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Guck mal, da kann man ja ganze Minimen zusammen bauen. Cool, hä? Boah, cool. Ausgezeichnet. Die Waffenkammer ist noch intakt. Hier ja. finden wir alles, was wir brauchen. Und das Sahnehäubchen? Baupläne für Artillerie. Oh, ja. Eine Plasma. Artillerie hört sich gut an. Feldmann haben wir schon. Wenn wir die ganzen Fallen hier noch entschärfen. So, was haben wir hier drin? Jetzt als Minuteman hier. Was? Miniman taktische, was war das jetzt? Taktisch hört sich mal gut, okay. Nehmen wir alles mal hier mit. Braucht sowieso kein Deck mehr und wir sind überladen, aber ist nicht so schlimm. Das überleben wir auch, das überladen sein. Ich muss zugeben, Ronny, Artillerieunterstützung zu haben, wäre ziemlich nett. Wir haben Tod und Verderben auf Todeskrallen und Supermutanten herabregnen lassen. Es war großartig. Okay, schnapp dir die Baupläne und dann los. Vergiss nicht, auch ein paar Rauchgranaten mitzunehmen. Jo, machen wir. Wir nehmen ein paar Rauchgranaten mit, ist doch logisch. Die haben wir schon. Wir müssen gerade mal hier. Ich kaufe und verkaufe. Ja, jetzt gehen wir gerade mal kurz raus. Dass wir mit Ronny Shaw reden können. Wenn sie sich mal entscheidet hier. Ist doch gut, okay. Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Mhm. Sobald. Ups. Worauf wartest du? Bau die Artillerie auf. Jo. Ich muss mich gerade kurz entleeren.
Ich bin ein bisschen zu schwer hier. So, jetzt passt es wieder. Den Schrott tue ich natürlich noch klein machen in Starlight Drive. Hallo, Sir. Oh, cool. Sieht aber geil aus. So. Natürlich brauchen wir ein bisschen Artillerie. Jetzt brauchen wir natürlich irgendeinen Tipp, wo das macht. Du gehst da hin, da baue ich nämlich einen Funkleitstrahl noch hin. Okay. Um noch mehr Dorftodel anzulocken. Um noch mehr auszubeuten natürlich. Und die machen das alles freiwillig. Jetzt zu niemandem irgendwas zwingen hier. Ich hoffe, die Sendung hilft dir. Entschuldigung? Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Gut. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Gut, dann machen wir es mal. Stell das Radio auf Radio Freedom. Ja. Müssen wir uns kurz gucken, wo die hier. Jetzt haben wir Artillerie. Jetzt hört noch was. Aber jetzt kann man sehen, wie sich die Artillerie dreht. Und? Wow, Treffer. Noch einer. Ja, ich geh jetzt aus Radio Freedom raus. Mit dir spreche ich gleich, ich will erstmal hier. Da wir die Waffenkammer zurückhaben, kannst du hier deine Vorräte auffüllen, wenn es mal eng wird. Brauchst du gerade was? Willst du mit mir handeln? Sag mal, was du da hast. Na klar, General. Mal schau, was sie so hat.
Die letzte Minute, die kaufen wir natürlich. Aufklärung, was hat die noch? Wir gehen von unten nach oben durch. Eine Brand, okay. Taktisch P99 haben wir auch. Okay. Die haben wir auch. Brauchen wir nicht. 50er Kaliber, okay. Ich muss sagen, die hat echt gute Waffen hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mal Nachtsicht, boah. Schweres Kampfgewehr. Leck. Okay. Echt geiler Scheiß, was sie dir hat. Munition tun wir ja selbst. Die 44 kriegt sie. Die kriegt sie. Die brauche ich wie 100 hier. Gleisbeutel brauchen wir auch noch nicht. Gamma-Patrone brauchen wir nicht. Die 6 Minuten brauchen wir auch nicht. Und die 31 Raketen auch nicht. Und die Schrottpatrone auch nicht. So. Und schon aber gut gemacht wieder. Geht's wieder noch was von mir? Sag mir einfach. Warte wo. Da. Mit, warte da. Komm schon. Ich will wieder reden. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Kannst wir sollten sehen? Zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Ja. Ja, sie weiß wirklich, wie man die Dinge in die Hand nimmt. Ha, was ich so gehört habe, ist das eine ziemliche Untertreibung. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Sehr gut. So, mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Christoph D86. Denkt dran, lasst bei der Nathalie ein Abo da, ein Like, würde sie sich freuen. Tschüss, euer Christoph D86. Bis zum nächsten Mal. Ciao.